Herzlich willkommen zum Videotutorial von Ferralco zum Thema Mikroskopie. Ich möchte euch in dieser Folge zeigen, wie man die Kristallviolettfärbung durchführt. Die Kristallviolettfärbung ist insbesondere bei Kläranlagen wichtig, die grundsätzlich dazu neigen, eine etwas höhere Fähigkeit zu haben. Mit dieser Färbemethode kann man einfach schnell schauen, wie entwickelt sich die Fähigkeit in meinem Schlamm. Diese Färbemethode ist relativ einfach durchzuführen. Ich sehe anschließend alle Fadenbakterien im Schlamm, kann abschätzen, wie viele Fadenbakterien habe ich drin und kann aber leider nicht sagen, um welche Arten es sich handelt. Da müsste man dann noch die Gramfärbung und die Neisser-Färbung durchführen, die ich dann auch nochmal in einem anderen Videotutorial erkläre. Aber insgesamt, um die Fähigkeitsstufe einzustufen, ist die Kristallviolettfärbung sehr gut geeignet. Zur Herstellung dieser Färbung verwende ich einfach eine Kristallviolettfärbung, die man so im Laborhandel kaufen kann. So, ich habe hier mein Trockenpräparat, das ich eben hergestellt habe, auf einer Fläche von ca. 2x3 cm verteilt und stelle jetzt meine Kristallviolettfärbung her. Dazu nehme ich einfach diese Kristallviolettfärbung, diese Lösung hier, und gebe sie direkt auf das Trockenpräparat drauf. Vorsichtig darauf verteilen, also nicht drauf rumkratzen, das ist besonders wichtig, damit ich das Präparat nicht beschädige. So, das war es auch schon. Ich nehme dieses nun eingefärbte Präparat, wasche es einmal in Wasser ab. So, sieht das Ganze so aus. Ich trockne es vorsichtig von unten einmal ab. So, und habe hier jetzt oben drauf meinen eingefärbten Schlamm. Unten drunter habe ich es jetzt abgetrocknet, oben drauf ist noch ein bisschen Wasser. Diesen Wasserfilm nutze ich, um da jetzt noch ein Deckgläschen reinzulegen. Das lege ich einfach rein in diese wässrige Phase. Muss man nicht machen, kann man machen. Anschließend schaue ich mir dieses Präparat in der hundertfachen Vergrößerung im Mikroskop im Dunkelfeld an. Der Schlamm erscheint lilafarben, alle Fadenbakterien leuchten dann goldgelb auf. Und so kann ich dann die gesamte Fähigkeit in der Stufe von 0 bis 7 einstufen.